So, wie ihr sehen könnt, habe ich mir für dieses Video einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Das hat aber auch den Grund, dass es um ein ganz besonderes Thema geht. Nämlich geht es heute um Konzert- und Musikfotografie. Und weil ich das selber nicht so gut alleine stemmen kann, habe ich mir heute Verstärkung ins Haus geholt. Und zwar den Till Jentsch. Till ist semi-professioneller Musikfotograf, Konzertfotograf, macht das auch schon seit langem, macht wirklich geniale Fotos, hier seht ihr ein paar davon. Und jetzt möchte ich ihn noch gerne mal dazu befragen, wie man denn zum Beispiel am besten anfangen kann, so als Anfänger. Was würdest du da Anfängern so mit auf den Weg geben als Tipp? Ja, hallo Nick, erstmal danke, dass ich da sein kann. Anfangen. Ich habe damals angefangen, Kollegen, Band gehabt, brauchten Bilder von den Konzerten, für Promos, für Plakate und ja, konnten nicht fotografieren, von dem her war da Not am Mann, bin ich reingesprungen. Da ist eigentlich so der Standardweg. Man hat sicherlich Kollegen, Bekannte, Freunde, einen Club um die Ecke, eine Kneipe, wo man reinschauen kann, den einfachen Weg. Also, sicherlich das Einfachste, wenn man immer Freunde, Bekannte hat. Ja. Aber ja, es gibt sicherlich in vielen Clubs, Kneipen, wo mal jemand auftritt, die Möglichkeit, einfach zu fotografieren, vorher fragen, hier kann ich mal vorbeikommen, meistens sind sie sogar dankbar, wenn es eine kleinere Location ist, weil die dann auch keine Bilder haben, dass man sagt, hier, ich mache Bilder für mich, für mein Portfolio, aber ihr kriegt dann auch noch welche, das ist so eine Win-Win-Situation. Eben auch gerade kleine Bands sind oft wirklich heilfroh, wenn da jemand kommt und halt erstmal anbietet, Bandfotos zu machen oder auch Live-Konzerte mitzushooten. Also geht wirklich auf Bands auch mal zu. Jeder hat im Bekanntenkreis sicherlich jemanden, der sich so ein bisschen mit Musik beschäftigt. Und das muss jetzt auch keine Musik sein, die euch gefällt. Ne? Also du machst ja sicherlich auch komische Sachen manchmal. Ich mache auch komische Sachen. Auftrag, ne? Genau. Aber wichtig ist eben, dass die Leute interessant sind, dass es interessante Gesichter sind, denn die Musik hört man ja auf den Fotos nicht und insofern ist es dann auch egal. Ja, die Musik hört man auf den Fotos nicht, aber man möchte dann schon die Atmosphäre widerspiegeln und wenn man dann die Bilder eigentlich macht, ist es schon so, dass man eigentlich versucht, die Stimmung wieder in den Bildern einzufangen oder klar einzufangen, aber auch dann wieder rüberzubringen, so dass derjenige, der dann vielleicht nicht im Konzert war, doch sieht, aha, das war so die Atmosphäre, da habe ich vielleicht was verpasst und dass das auch über die Bilder schon rüberkommt. Also von dem her, klar, man hört nicht die Musik, es ist nicht das gleiche, wenn man wirklich live im Konzert war, aber dass das auch durch die Bilder wieder rüberkommt. Jetzt machst du natürlich die großen Shows auch, du hast die Stones fotografiert dieses Jahr zum Beispiel. Da ist es natürlich ganz anders, da ist man in diesem Graben vor der Bühne, hat auch entsprechend nur andere Fotografen um sich und meistens auch viel besseres Licht und so. Und mir geht es jetzt aber eigentlich eher so mal darum, dass wir den Leuten mal sagen können, wenn sie anfangen damit, das werden ja meistens so Clubkonzerte sein oder auch in Schulen, in der Aula, wenn da irgendwas stattfindet, sicherlich auch gut, da mal anzufangen. Wo siehst du die Vorteile oder die Unterschiede, ob ich mich jetzt an eine Band wende und mit denen was mache oder ob ich mich an einen Club oder an eine Schule wende und mit denen was mache? Da gibt es ja sicherlich auch noch Vor- und Nachteile. Genau, also eben mit dem Club, ich habe es ja vorher schon gesagt, meistens ist der Club dann dankbar, dass er Bilder hat von einem Konzert, um die für, mittlerweile hat jeder, die meisten Clubs, Instagram, Social-Media-Seiten, Facebook, um da Bilder zu posten, um da auch zu sagen, hier bei uns passiert was Interessantes, wenn man dann eine schöne Atmosphäre einfängt, kann man natürlich auch dann Zuschauer gewinnen. Hat da natürlich auch mehr Abwechslung, je nachdem, was für ein Club es ist. Ist das von Ein-Mann-Entertainer bis 5-6-Mann-Rockband, die dann spielen kann. Wenn man natürlich eine Band hat, ist die Band halt schon mal fix. Fixe Anzahl an Leuten, fixe Musik, von dem man hat, aber dann auf der anderen Seite wieder das ganze Spektrum von Soundcheck, Backstage, alles, wie es die Band auch hat. Gut, wenn man von Club hat, kann man natürlich auch sagen, ich komme schon früher, fotografiere schon die Künstler beim Soundcheck, fotografiere sie vielleicht auch noch ein bisschen Backstage, aber da hat man natürlich nicht den Bezug direkt so zur Band, als wenn man quasi Teil der Band ist, wenn man vielleicht auch eben, wenn es vorteilhaft, wenn es Kollegen sind, die man dann kennt und es braucht seine Zeit. Ich habe auch schon mehrere Projekte gemacht mit Bands und da merke ich auch so, am Anfang ist da noch so ein gewisser Störfaktor da, wenn man die Band nicht kennt. So nach ein, zwei Konzerten, aha, da ist der Fotograf und da wird man schon gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn man nachher die Bilder noch sieht, dann sind sie im Endeffekt auch froh. Also von dem her, es hat beides seine Vorteile. Sicherlich Club mehr, wenn man was fürs Portfolio machen will, wenn man anfängt. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal noch eine Band hat, die vielleicht auch zwischen kleinen, vielleicht nicht gerade Hallenstadien, aber größeren Bühnen spielt, hat man da die Variation. Also von dem her hat beides seine Vor- und Nachteile. Man kann aber natürlich auch, wenn man im Club shootet, sich da entsprechende Bands auch rauspicken. Also gerade wenn es lokale Acts sind, dass man eben auch mal merkt, wenn die Chemie irgendwo stimmt, dass man dann halt auch auf die zugeht und sagt, du übrigens,
ich würde auch gerne mal zu euch in den Proberaum kommen oder mal ein paar Pressefotos so für euch machen. Genau, so, das, ne? Das sie angeht. Eben diesen Weg, den kann man halt dann vielleicht auch ein bisschen besser gehen, wenn man über die Clubs an die ganze Sache herangeht. Beziehungsweise über die Clubs auch immer quasi für den Club noch gleich fotografiert, aber auf der anderen Seite sagt, ah, da war eine interessante Band und sagt, hier, hat die Bilder gemacht, kann die Bilder oder Band schicken, sagt, hier, schaut, ich habe Bilder von dem Konzert gemacht, habt ihr Lust, mal noch was mehr zu machen? Also kann man eigentlich den Vorteil, wenn man hat, wenn man im Club hat, sagen, hier, von der Variation auch von den Bands, kann man auf eine Band zugehen, vor allem wenn es was Lokales ist, sagen, hier, wollt ihr mehr machen? Oder wenn man nicht gerade wirklich Kollegen hat und eine Band haben, dass man direkt schon dabei ist. Oder ich habe teilweise, dadurch, dass ich natürlich viel auf meinen Social Media poste, Facebook und Instagram, habe ich teilweise gesehen, Bands haben angefangen, meine Bilder zu liken und hab die dann quasi so angetriggert, so nach dem Motto, ah, hier, euch gefallen meine Bilder und können wir mal was machen. Also das geht natürlich auch. Wobei natürlich man jetzt auch vielleicht eine Illusion zerstören muss bei denjenigen, die jetzt meinen, sie können damit Geld machen, weil Bands haben grundsätzlich keine Kohle, das kennt man ja, aber eben auch bei Clubs ist es wirklich so, dass die doch sehr knauserig sind, muss man fast schon sagen, und dass es da fast schon gar keine Rolle spielt, ob man jetzt Profifotograf ist oder ob man das gerade als Anfänger so macht. Mit mir hatte man damals einen sehr schlechten Deal gemacht, man hat mir einfach frei saufen gegeben. Das wollte ich gerade sagen, das geht natürlich auch. Ja, ja. Wobei man sich da natürlich auch zurückhalten sollte. Ne? Aber also wirklich reich werden kann man damit nicht. Ne? Also reich werden kann man nicht. Also ich meine, ich habe jetzt noch klar für Bands geschafft, aber das war wirklich, sie haben mich mitgenommen. Mhm. Ich habe keine Kosten gehabt. Aber du bist dann auch wirklich auf Tour mit denen gegangen. Bin auch auf Tour gegangen, ja. Genau. Habe aber noch Arbeit auch für Agenturen und da habe ich wirklich Bilder nach dem Konzert hochladen, schauen, was sich nachher verkauft. Und mittlerweile eben durch den ganzen Stock-Fotografie-Market sind die Preise so tief für die Bilder, dass sich da auch nicht mehr lohnt. Also es ist relativ schwierig und man müsste dann wirklich große Produktion haben für deinen Lieblingskünstler wie Justin Bieber, mal die Tour-Fotografie zu machen. Da kommt dann vielleicht noch etwas rum. Aber wenn man wirklich sagt, auch anfängt und man sollte nicht die Illusion haben, damit Geld zu verdienen. Wenn man Geld mit der Fotografie verdienen will, muss man Business-Fotografie, Hochzeitsfotografie machen. Aber eben das halt immer nur so als Sparte halt nebenbei machen. Ne? Jetzt natürlich Gear, also Ausrüstung, Equipment für Anfänger. Ich meine, klar, wir benutzen da ganz andere Gerätschaften, aber auch, weil ich eigentlich hauptsächlich gar keine Konzertfotografie mehr mache. Aber du bist sicherlich auch mit anderem Gerät unterwegs. Aber es geht auch mit ganz einfachen Zeugs. Ne? Man muss also jetzt nicht eine T2 haben und die teuersten Objektive. Was würdest du so als Grundausstattung jemandem empfehlen, wer jetzt sagt, komm, ich will da jetzt mal mit anfangen? Also sicherlich von der Warte, eben wie du gesagt, ich habe T2 und die großen Zooms 16-55, 50-240 mit jeweils Blende 2.8. Aber man kann sicherlich klein anfangen mit einer XT20, wo man den gleichen Sensor hat wie eine XT2, mit dem Zoom, mit dem 18-55er oder natürlich auch mit den Festbrennweiten, also sprich mit dem 23er oder 35er 2.0, wo man lichtstarke Objektive hat, was auch wieder ein bisschen der Vorteil ist gegenüber dem Zoom. Wo dann noch ein bisschen Lichtstärke ist. Man hat natürlich dann nicht die Reichweite, dass man so mit dem Zoom ein bisschen mehr Flexibilität, aber auf der anderen Seite die Lichtstärke, vor allem beim kleinen Club, macht die dann schon bemerkbar. Macht das ja nicht so viel aus, dann auch mit dem Zoom. Okay. Was ich persönlich noch sehr gut finde, ist, dass die XT20 halt wie die XT2 auch einen klappbaren Bildschirm hat und ich habe immer gerne so über Kopf fotografiert auch und das geht damit natürlich halt auch sehr viel besser, als wenn man jetzt irgendwie schräg aufs Display schielen muss. Aber mit der XE3 zum Beispiel, die jetzt herausgekommen ist, geht das ja dann auch super. Die hat noch zusätzlich das Feature, dass man halt wirklich auch Bilder sofort auch ans Handy schicken kann und dann auch sofort hochladen kann über Bluetooth und so. Also da kommt schon noch einiges Interessantes auch, mit dem Anfänger sicherlich sehr gut arbeiten können. Genau, und selbst X100-Serie, wo du nur das fixe 23 mm hast, aber auch eben Blende 2.0, selbst zu den Zeiten, wo ich noch X100T hatte, geht natürlich auch. Also von dem her, für einen Club sicherlich. Also eben für größere Bühnen, klar, aber wir reden ja von Clubs, von kleineren Bühnen. Da ist natürlich eben sicherlich auch ein gangbarer Weg. Vor allem, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, sowieso noch ein bisschen Backstage was zu machen, weil die Kamera fällt auch nicht auf. Und gut, allgemein der Vorteil bei den Fuji-Kameras, wo ich jetzt festgestellt habe, dass teilweise, wenn ich mit der Kamera komme, viele fragen, fotografierst du noch Film? Aha. Und man wie gesagt, misst sich da rein, also man wird gar nicht mehr wahrgenommen, vor allem wenn man fotografiert. Mhm. Auch von einer größeren Kamera, wenn man noch einen Batteriegriff jetzt mit der XT2 abnimmt, ein kleines 35er 2014 und da ist man wirklich mittendrin. Jetzt sprichst du gerade Festbrennweiten an. Festbrennweiten sind ja in der Regel viel lichtstärker, das heißt, man müsste also davon ausgehen, dass sie auch für so Clubkonzerte, in denen es ja immer viel zu wenig Licht gibt, besser geeignet sind. Wo sind die Vorteile und Nachteile von Festbrennweiten?
Also sicherlich Lichtstärke. Ich meine, mein Standardobjektiv für kleine Clubs ist das 16er 1.4. Mhm. Rein von der Abbildung, also Abbildung an sich, aber auch von der Blende, Offenblende. Meistens kann ich gleich noch auf Blende 2 abblenden, aber zumindest nur den Spielraum zu haben. Mhm. Und ja, Nachteil, ich würde es nicht Nachteil bezeichnen, ich meine, man muss sich ein bisschen mehr bewegen, aber das müsste man so oder so. Also es bringt nichts, fest im Club immer auf einer Position zu stehen. Also von dem auf her keinen Fall, ja. Wird man ein bisschen, wie gesagt, ja, die Gefahr besteht, wenn man Zoom hat. Mhm. Aber so, wenn man es 35er, 23er oder 16er hat, kann man auch mal den Winkel sich aussuchen, den Blickwinkel auch. Und von dem her hat man sicherlich da die Flexibilität. Das wäre vielleicht, also eben, ich würde es nicht unbedingt als Nachteil bezeichnen. Also von dem her, ich fotografiere eigentlich grundsätzlich, auch wenn ich die lichtstarken Zooms habe, im kleinen Clubs nur mit Festbrennweite. Eben, weil man ja auch mit den neuen Sensoren auch sehr gut reinkroppen kann. Genau. Und dann halt auch nochmal was rausholen kann. Zusätzliches Zubehör, ich glaube, Gehörschutz ist sehr wichtig, wird oft unterschätzt, ne? Definitiv, ja, also eben, das sollte man nicht vernachlässigen, zumal man auch gut bei größeren Konzerten sind es nur die ersten zwei oder drei Lieder, aber selbst das ist schon laut genug und reicht aus, wenn man es regelmäßig macht. Und im kleinen Clubs, was natürlich auch ein Vorteil ist in Clubs, man kann wahrscheinlich das ganze Konzert durchfotografieren. Mhm. Und wenn man dann da eine Stunde, anderthalb, 80 Dezibel mehr hat, also von dem her. Also man schon schauen. Man steht ja auch nicht vor der Bühne, man steht ja meistens eher so am Rand, da stehen dann meistens auch die Boxentöne, genau. Und da kriegt man es dann auch schon voll ab. Zumal da gibt es ja dann auch noch unterschiedliche, es gibt diese Schaumstoff-Ohrstöpsel, die in Clubs auch häufig verteilt werden. Finde ich persönlich nicht so wirksam, finde ich auch nicht so gut. Wo ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sind die Oropax, die neuen aus Silikon. Kennst du die? Nee, kenne ich jetzt noch nicht. Oder benutzt du diese Musiker-Ohrstöpsel, die dann noch bestimmte Frequenzen durchlassen? Ich habe spezielle, aber es sind auch nicht keine so ein Zwischending. Also das ist, was sind das für welche? Das sind Silikon auch, aber relativ einfacher eigentlich. Aber okay. die hab ich jetzt schon seit Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, die habe ich schon 5-6 Jahre, wo ich die hergekriegt habe. Und von dem her, sie reichen mir, also von dem her als Gehörschutz aus. Eben. Dann, man muss nicht nur die Ohren schützen, man muss auch sein Equipment schützen. Was schlägst du da vor? Was ist da am besten? Viele glauben ja, dass diese Aufschraubfilter, diese UV-Filter ganz gut sind. Gut, von den Filtern habe ich grundsätzlich... Augen, genau, hältst du auch nichts von. Von den Filtern hatte ich ja nicht viel, eben Gegenlichtblende. Sag doch mal, warum. Also eben, nein, man meint, sagen wir, man hat noch einen zusätzlichen Schutz drauf, aber wenn mal der Filter kaputt geht und ist der Filter zwar kaputt und mal eben Frontlinse geht dann vielleicht auch noch gleich mit kaputt, zerkratzt und da hat man sich ein größeres Problem. Eben, weil diese Glassplitter, die reiben dann auch noch oft schön auf das eben. Frontelement. Und deswegen sicherlich Gegenlichtblende drauf, auch wenn man meint, ja, im Club braucht man es nicht, aber man hat gleich noch vielleicht auch teilweise Schutz noch vom je nachdem wie der Lichteinfall ist, wenn man nicht unbedingt das Flair haben will, aber eben, man hat sicher nochmal einen zusätzlichen Abstand von der Frontlinse. Und deswegen ist das sicherlich geschützter und manchmal passiert es auch unbedacht, dass man Ellbogen, Arm irgendwo hinkommt, im schlimmsten Fall eine Bierflasche, also von dem her. Ich habe früher an meinen Gegenlichtblenden immer gesehen, wie viel sie tatsächlich auch abgehalten haben vom Objektiv, weil die nach ein paar Monaten wirklich so zerdeppert waren, zerkratzt und so. Also schon erstaunlich, was die abhalten können. Ne? Das ist richtig, ja. Dann weiteres Zubehör. Ich habe mal gesehen, dass Leute auch in Clubs mit so Trip-Traps arbeiten, mit solchen zusammenklappbaren, wie sind da Fußbänke oder so? Wie ja, das aus dem Baumarkt? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, eben Trip-Traps, eben so Mini-Treppe, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Nee, die lassen sich ja zusammenklappen, genau. Ganz easy mitnehmen. Man kriegt dadurch natürlich mal einen neuen Blickwinkel. Jetzt weiß ich aber nicht, ob man im Club das Gleiche nicht auch bekommt, indem man die Kamera einfach mal überkommt. Sagen, Club reicht das aus, wenn du es hoch machst, vor allem wenn du noch eine Möglichkeit hast mit dem Tiltscreen. Bei größeren Konzerten ist es manchmal von Vorteil, wenn man nicht auf die Sperrgitter drauf kann. Manchmal geht das auch, da hat man den gleichen Effekt, hängt von der Band ab, ob sie es zulassen oder nicht. Aber im Club habe ich es jetzt noch nie eingesetzt. Also Kamera hoch, in dem Fall reicht eigentlich aus und da ich das meistens auch eben lieber mal links, rechts von der Bühne mal ein bisschen weiter ins Publikum, sogar teilweise statt hoch bis hin tief, dass man mehr als Publikum hat und noch so quasi nur noch die Band erahnen kann als Blickwinkel, finde ich spannender als dann. Das ist dann so ein Mittendrin-Gefühl. Ja, genau, dass man wirklich mittendrin ist. Was mir auch noch immer wichtig war, wenn ich Objektive wechseln muss in so einem Club, ich hatte so ein Slingbag, also so eine Tasche, die ich mir so vor dem Bauch dann auch holen konnte, wo ich dann wirklich hier dann auch mit dem ganzen Zeugs hantieren konnte. Hast du sowas auch im Einsatz oder wie machst du das? Nee, habe ich gar nicht. Also ich habe in Clubs meistens wirklich nur das 16er
Und das langt dann nicht. Ach so, du wechselst dann auch gar nicht. Ich wechsle gar nicht. Nee, manchmal wechsle ich noch, aber ich habe dann zumindest den Club, wo ich Hausfotograf bin, kann ich dann auch schnell mal zwischendurch nach hinten gehen, ins Backstage und Objektiv wechseln, dass ich nicht vor der Bühne machen muss. Im Backstage, okay. Und aber sonst meistens ein 16er und dann eben von vor der Bühne variieren. Und wie du vorher angesprochen hast, Reihengruppe nachher bei Bedarf. Also von dem her langt das auch. Da müsst ihr nämlich wirklich auch aufpassen, wenn ihr Objektive wechselt in so einer Umgebung. Also jetzt wird ja Gott sei Dank nicht mehr geraucht. Ne? Früher war das ja noch viel schlimmer. Aber auch heute, wenn die Nebelmaschine angeht, also das Zeugs, was da drin ist, das tut dem Sensor auch nicht gerade gut. Und deswegen eben sich auch wegdrehen vielleicht oder wirklich in einem geschützten Bereich, wie ihr schon sagte, Backstage, vielleicht sogar die Objektive wechseln. Ne? Oder natürlich mit mehreren Kameras arbeiten. Auf der einen Tele, auf der anderen ein Weitwinkel. Aber das ist dann jetzt wieder eine Stufe, glaube ich, zu hoch. Das ist eine Stufe zu hoch, wobei eben für einen Club finde ich es auch ein bisschen übertrieben. Also meistens reicht eine Kamera. Einstellungen. Gibt es da so die Wundereinstellung, wo du sagen würdest, einem Anfänger, pass auf, wenn du da jetzt mit deinem Objektiv, mit deiner Kamera reingehst, versuch es erstmal mit den und den Starteinstellungen. Gibt es da was? Wundereinstellungen, ja, es ist, würde jetzt nicht sagen, ich meine, ich fange meine Standardeinstellung mal an, schaue auch schon vorher, wenn ich weiß, wie eine Band ist, wie das Licht vielleicht ist, schätze das ab. Aber was sind denn deine Standardeinstellungen? Meistens schaue ich, dass ich zumindest von der Zeit her nicht unter 125 komme, so eher ein 200stel, so offenblendig wie möglich mal zum Anzufangen. Also eben jetzt nicht gerade ein Blende 1,4, vielleicht da kann man schon mal abblenden, aber vielleicht Blende 2,8, je nachdem, hängt da vom Objektiv ab. ISO 3,2 mal zum Anfang und Auto-Weißabgleich. Also 3200 ISO. Weißabgleich Auto? Genau. Okay, ja gut, ist wahrscheinlich dann auch schwierig, da einen vernünftigen Weißabgleich zu machen, wenn das Licht sich da verändert. Also von dem her, da eben, und dadurch, dass ich natürlich RAW fotografiere, zwar schon mit meiner Kamera. Also RAW, nicht RAW. JPEG. Ich habe sowohl RAW als JPEG, je nachdem, wenn es gut ausgelöst ist, bei den größeren Zerten, nehme ich die JPEGs direkt, weil es teilweise auch schnell gehen muss im Club. Ist dann vom Licht aber schwieriger. Ja. Bin ich froh, dass ich auf die RAW-Dateien zurückgreifen kann. Und das hilft schon. Und deswegen auch eher Auto-Weißabgleich. Mittlerweile bei den Fuji-Filmkameras ist es relativ gut, kann man sich sehr gut verlassen. Und wenn man es ähnlich hat, kann man doch dementsprechend mal eine Strecke von Bildern nachher im Nachhinein noch, wenn man ein Bild korrigiert hat, editiert hat, die anderen Bilder ähnlich zumindest vom Weißabgleich korrigieren. Das geht dann schon. Vielleicht noch eine wichtige Faustregel für euch, wenn es darum geht, die minimale Verschlusszeit herauszufinden. Die sollte immer das Doppelte der aktuell verwendeten Brennweite betragen. Genau. Das kann man so sagen. Also wenn ich mit einem 16er Objektiv shoote, dann könnte ich theoretisch mit einer 30stel shooten. Jetzt hat er aber gesagt, mindestens eine 125stel, was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass sich die Leute nun mal bewegen auf der Bühne. Ne? Also eben, das ist vielleicht so ein ganz guter Anhaltspunkt, dass ihr nicht unter eine 125stel geht, aber wenn ihr mit dem Tele schafft, dass ihr dann wirklich das dann auch berücksichtigt, dass ihr eben als Verschlusszeit, als minimale Verschlusszeit immer das Doppelte der verwendeten Brennweite nehmt, weil sonst habt ihr nämlich dann auch Verwacklung von den eigenen Bewegungen her halt. Genau. Bildstabilisator ist nicht sehr hilfreich, ne? Jein, also ich meine, ich versuche eben von der Zeit her schon das auszugleichen, deswegen im Club mit kleinen Objektiven geht das eigentlich. Da geht das dann auch, auf der anderen Seite, wenn man es 18-15 betrachtet, hat das natürlich einen Vorteil, dass der Bildstabi drin ist, also von dem her hilft das schon. Ich habe jetzt ein anderes Objektiv das Wochenende getestet mit Bildstabi und da merkt man schon teilweise einen Vorteil. Wenn es dann so unter 100 mm ist, hat er noch seinen Vorteil. Rausschneiden. Wie ist es? Nein, wir schneiden nichts raus. Da muss jetzt durch. Wie ist es denn in Sachen Autofokus? Autofokus war ja, also ich habe mal mit der X-T1 damals versucht, noch parallel zu meinen Canon-Sachen Konzerte zu shooten. Das ging irgendwie gar nicht. Und da bin ich dann immer auf manuellen Fokus gegangen. Wie ist es jetzt mit Autofokus? Würdest du trotzdem manuell fokussieren? Oder? Sowohl als auch. Also es hängt drauf an. Autofokus habe ich meistens eh bloß einen Fokuspunkt. Von dem her geht das mittlerweile. Selbst dann mit der letzten Firma, wo es für die X-T1 gab, war es dann auch kein Problem mehr. Und X-T2 ist auch sicherlich problemloser, als vielleicht eine X-T1 am Anfang mal war. Aber selbst jetzt, wann war es letztes Wochenende, relativ dunkles Konzert gehabt und mit wenig Bewegung. Und weil die Band einfach nur silhouettenhaftig sich dargestellt haben wollte, da habe ich dann auch keinen Autofokus mehr gehabt. Habe dann schon auf eine gewisse Distanz vorfokussiert und dann hatte ich meinen Spielraum gehabt. Und noch ein bisschen abgeblendet und dann ging das eigentlich. Also es kommt auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Was ich gerne mache, ist, dass ich mir fixe Gegenstände auf der Bühne suche. Das beste Beispiel ist das Mikrofon. Genau, also das hilft. Wenn ich Gitarristen habe, die auch singen oder Sänger, die das Mikrofon nicht in der Hand halten, sondern auf dem Stativ lassen,
kann man natürlich sehr schön vorfokussieren auf das Mikrofon und muss dann halt nur noch warten, bis der oder diejenige sich dann halt ans Mikro stellt, um dann auch zu singen. Und so gibt es dann halt auch andere Punkte, Keyboard-Ständer oder was weiß ich, die man sich dann suchen kann, auf die man dann ganz gut vorfokussieren kann. Ist natürlich auch wieder abhängig von der Blende, ne? Also man versucht natürlich so offenblendig wie möglich zu shooten. Jetzt bin ich beim Clubkonzert aber relativ nah wieder an der Action, muss also dann auch wieder aufpassen, dass ich vielleicht nicht zu offenblendig bin, weil die mir dann schnell aus der Schärfe auch rausgehen. Würdest du sagen, F4 grundsätzlich auch bei lichtstärkeren Objektiven, wenn es geht? Ja, sicher, wenn man abblenden kann, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, bis jetzt bin ich eigentlich mit maximal so F2.8 eigentlich relativ gut gefahren. Aber wenn man natürlich nochmal die extra Blende gehen kann und eine Stufe abblenden kann auf Blende F4, hilft das sicherlich auch. Und beim Vorfokussieren, mir persönlich hilft das, dass ich selber Musiker bin, weil ich dann so ein bisschen auch antizipieren kann, was jetzt gerade so auf der Bühne passieren wird. Man weiß irgendwie, wie Musiker ticken, was sie jetzt gerade wohl machen werden. Du bist jetzt kein Musiker. Hat dich das nie gestört? Hat dir das nie gefehlt? Ich kann es nicht vergleichen eben, dadurch, dass ich kein Musiker bin, aber es hat mich nie gestört, weil ich meistens dann schon immer mal, vor allem bei den kleineren Clubkonzerten, erstmal geschaut habe, nicht gerade direkt ersten ein oder zwei Lieder schon angefangen habe zu fotografieren, vielleicht mal wenig, aber zumindest mal geschaut habe, wie tickt die Band, wie ist die Interaktion auf der Bühne, mir das angeschaut habe. Mhm. Bei größeren Konzerten natürlich einfacher, dank dem Internet und YouTube, da kann man schon mal schauen. Vielmals sieht man dann, wie die ersten drei Lieder sind von einem größeren Konzert, wie sich die Band bewegt, da kann man da seine Hausaufgaben machen. Eben Vorbereitung, auch ein wichtiges Thema, dass man sich wirklich, wie du schon sagst, vorher Fotos anschaut von der Band, wie sind die drauf, wie viele sind es und was mir auch immer wieder wichtig ist, das zeige ich mal, man sollte auch berücksichtigen, von welcher Seite man shootet, weil wenn man einen Gitarristen hat, der Rechtshänder ist, so wie ich das bin, muss man natürlich eher von dieser Seite shooten, weil sonst passt das eben nicht. Wenn man einen Sänger hat, der das Mikrofon in der rechten Hand shootet, ist die Seite hier wiederum schlecht, weil ich dann halt die meiste Zeit über mit meiner Hand und mit dem Mikrofon das Gesicht bedecke. Also da ist es dann auch gut, wenn man vorher Bescheid weiß, wie machen die das und so, damit man sich dann auch entsprechend positionieren kann. Was in Clubs jetzt vielleicht nicht ganz so kritisch ist, weil man da ja noch eher rumlaufen kann, ne? Aber das ist sicherlich auch etwas, was man berücksichtigen muss. Genau, nichtsdestotrotz eben, deswegen gesagt, lieber mal das erste Lied abwarten und schauen Sie mal. Vor allem ist mir jetzt oft passiert bei Clubkonzerten, dass das erste Lied dann wirklich so mehr zum Reinkommen ist auch und teilweise auch vom Licht auch noch schlecht ist. Also deswegen, dass man auch quasi mal schon die Chance hat, da zu schauen, wie agiert die Band auf der Bühne und das als Vorteil hat. Bei allem auch nie vergessen, auch den Raum, das Publikum mit zu fotografieren, dass man auch für den Veranstalter zum Beispiel Fotos macht, weil die lieben solche Shots. Genau. Vor allem, wenn man sie ihnen dann auch noch dank der Wireless-Funktion von Fujifilm geht das ja auch schon während der Veranstaltung zur Verfügung stellt, dass die es dann sofort bei Facebook posten können oder die Bands auch. Dass man eben auch mal zeigt, wie voll ist der Raum, wie ist die Stimmung in dem Raum. Und man kann natürlich auch durch entsprechende Perspektiven auch ein bisschen tricksen und einen Raum, wo vielleicht nur 20 Leutchen vor der Bühne stehen und trotzdem so aussehen lassen, dass da gerade der Teufel los ist. Ne? Eben. Jetzt, wenn man das Publikum fotografiert, man bewegt sich da dauernd durchs Publikum, gibt es da so eine Etikette, gibt es da sowas in Clubs, wo du jetzt sagen würdest, da muss man wirklich drauf achten? Ja, sicherlich aufs Publikum Rücksicht nehmen. Ich meine, sie zahlen teilweise selbst bei kleinen Clubskonzerten nicht gerade wenig mittlerweile. Mhm. Und da wollen sie nicht, dass natürlich einen jemand für längere Zeit genau vorm Gesicht steht. Mhm. Und deswegen auch, was wir vorher schon angesprochen hatten, sich bewegen. In Bewegung bleiben. Eben. Und da, und sonst, wenn man weiß, ja, wenn man es auch schon mal nachgeschaut hat, Band passiert vielleicht was und man muss irgendwann mal ein, zwei Lieder an einer bestimmten Stelle bleiben, dass man sagt, hier, schau, ich mache jetzt mal das Lied und bin dann wieder weg. Dass die das auch von vornherein wissen, dass man sagt, hier, so, ich weiß, dass du da bist oder und dass da ein bisschen auch den Respekt aufbaut. Ich meine, man kann nicht immer erwarten, dass das dann zurückkommt vom Publikum, aber meistens reicht das dann schon aus, zu sagen, hier, ich mache jetzt ein Lied von hier und dann bin ich weg, dann kannst du wieder eine Show genießen. Also sich bloß nie mit dem Publikum anlegen, immer entschuldigen, immer schön freundlich bleiben und auch was Security und so angeht oder Stuff. Ne, was die sagen, ist Gesetz. Genau, das also, sowieso. Wenn Security sagt Nein, dann ist das ein fettgedrucktes Nein und da muss man dann auch nicht diskutieren. Auch genauso gut mit Personal, die stehen enorm unter Strom, wenn sie in so einem in so einer Atmosphäre dann auch noch Getränke irgendwie ausliefern müssen und so. Also denen auch wirklich aus dem Weg gehen, ihnen die Arbeit erleichtern und wirklich versuchen auch, gerade in Clubs, wenn man länger mit denen zusammenarbeiten möchte, sich da auch so ein freundschaftliches Verhältnis ruhig aufzubauen, auch mal zu helfen und so, weil da kann man dann doch sehr von profitieren. Ne? Ja, gut, ich sehe es ja selber in dem Club, wo ich
mit einer von drei Hausfotografen bin, da ist man voll integriert, oder? Und von dem her, aber es geht auch dann, deswegen auch gesagt, wieder mit dem ersten Lied teilweise wollen die Bands, dass man Vorhang hat, also bin ich dann mit jemandem vom Club derjenige, der dann den Vorhang aufmacht vor der Bühne und dass man auch schon quasi so voll integriert, beziehungsweise hilft irgendwie aus mit gleich noch Licht, Ton, was man irgendwie machen kann, oder eben spielt teilweise Rowdy für die Band. Und trotzdem kann es passieren, dass man angeschnauzt wird, auch von der Band? Weniger, also in kleinen Clubs ist es noch nie passiert. Meistens, was ich mache, stelle ich mich meistens auch vor und sage hier, oder zumindest ein Tourmanager hier, dass er weiß, Clubfotograf ist da und bin die ganze Zeit irgendwie da. Deswegen, das hilft auch. Also zumindest mal, vielleicht nicht direkt mit der Band, aber schauen, man weiß ja, Tourmanager haben die meisten, mit dem Kontakt aufnehmen und auch sagen hier, weil teilweise eben, man meint, wenn man im kleinen Club fotografiert, man kann dann vielleicht durchfotografieren, aber dann vielleicht will es die Band aus irgendwelchen Gründen auch nicht, aber das zumindest mal sich da auch schon mal vorstellen, das hilft dann auch. Und dann eben, wenn sie vielleicht die Vorstellung hat, nee, wir wollen bloß irgendwie die ersten drei Lieder und nachher hab irgendeine positive Atmosphäre aufgebaut, dass er sagt, alle kommen, fotografier durch. Oder eben, weil mit dem Kopf durch die Wand geht nicht. Nee, eben, das geht nicht. Ja. Teilweise kommt dann auch der Tourmanager und sagt, hier, schau mal, dritten Lied macht der Gitarrist irgendwas oder kommt ein Schlagzeug-Solo. Okay, ja. Dass er dann eben, je nachdem, dass dann auch so, dass man solche Sachen schon mal hat, oder wo einfach sagt, ja, das ist ein Fotograf. Und man kann auch fragen, ne? Man kann die Bands auch vorher fragen, wenn man die Zeit hat, passiert irgendein Special oder irgendwas, dass man dann darauf vorbereitet ist, wenn Pyro-Effekte abgehen oder so. Gut, Pyro hat jetzt nicht gerade unbedingt einen kleinen Club, aber auch schon gehabt. Man weiß ja nie, genau. Ja. Dann haben wir jetzt, sagen wir mal, die Bilder am Kasten, dann geht es an die Nachbearbeitung. Gibt es da so ein paar Basics, die du vielleicht auch loswerden möchtest? Wie machst du das? Ich arbeite eigentlich nur mit Lightroom. Und lade die Bilder hoch, gehe alle einmal durch, selektiere meine Auswahl an Bildern, schaue, dass ich von einem Konzert, je nachdem von der Größe, auch so zwischen 20 und 50 Bilder habe, bearbeite die dann, aber eben minimal eigentlich. Meistens ist dann Belichtungskorrektur, eben Schärfe vielleicht noch ein bisschen nachschärfen. Also nur rudimentär, jetzt keine Filter oder irgendwelche Arten? Nee, Filter gar nicht. Also sowieso, also eben, das sind keine Portraits, das ist wirklich versuchen, das Licht mit rüberzunehmen. Teilweise habe ich auch schon, eben dadurch, dass ich auf Autobahn bin, spiele ich da ein bisschen mit rum. Wechsel mal von so wie es fotografiert auf Auto. Schwarz-Weiß ein Thema? Ist ab und zu ein Thema, aber mittlerweile auch nicht mehr so. Ich hatte eine Zeit lang mal gehabt, wo ich relativ viel, auch wenn es viel Blau und Rot war, auf Schwarz-Weiß gewechselt habe. Mittlerweile schaue ich, passt oder passt nicht. Also wenn eine Band eben, wie gesagt, letzte Woche hatte ich sogenannten Wolken-Rap, Cloud-Rap gehabt und sie wollten viel Nebel und Silhouette und Rot und Blau haben. Und habe ich jetzt auch gesagt, ja super, das gibt nicht viel Bilder. Und nachher habe ich jetzt mittlerweile zwei von meinen Lieblingsbildern, weil es ist genau die Silhouette und es passt. Und wenn ich das jetzt irgendwie auf Schwarz-Weiß geändert hätte, wäre auch die Atmosphäre auch weggekommen. Gewesen, also man muss es schauen, das ist so ein gewisses Bauchgefühl, wo da mitspielt. Teilweise, klar, wenn man es Schwarz-Weiß hat, kommt dann noch teilweise Gesichtszüge oder so wieder besser hervor, vor allem mit starkem Rot- oder Blaulicht. Aber man muss es auch, also ich mache es von Situation abhängig. Veröffentlichen, klar, wir haben schon gesagt, man kann ja dank der Fujifilm-Kameras auch schon wirklich vor Ort Sachen veröffentlichen. Ansonsten, wo würdest du sagen, bringt es am meisten? Facebook, Instagram ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Genau. Was natürlich hilft, eben, wie gesagt, wir haben das Portfolio angesprochen, eine kleine Website zu machen, mittlerweile mit WordPress oder mit den ganzen Seiten, wo man kostenlos machen kann, sicher, dass man mal eine Grundlage hat, auch wenn man dann mal irgendwo hingeht, sagt, hier, ich fotografiere Musik und da ist meine Webseite, hier könnt ihr schon mal Bilder anschauen, das hilft sicherlich. Mittlerweile ist für viele Fotografen, ich benutze es auch relativ viel, Instagram relativ groß, auch als quasi Portfolio. Was ich natürlich viel mache, ist, was du vorher angesprochen hast, was so schön an Fuji-Kameras ist, teilweise noch während dem Konzert oder spätestens nach dem Konzert mir schon mal durch die Kamera durchgehst, ein, zwei Bilder auswähle, die dann aufs Telefon übertrage und dann schon hochlade auf Instagram und sagen, hier, da war das Konzert, ich war da, so nach dem Motto, das habt ihr verpasst. Das hilft sicherlich. Facebook eher weniger. Mache ich ehrlich gesagt auch so weniger, aber ich denke mal, wenn man eine Webseite und einen Blog hat, da regelmäßig was postet, dass man das dann auch Bands, Veranstalter, Clubs sehen, man macht was und Instagram sicherlich auch nochmal, weil eben, wie gesagt, mittlerweile sind die Bands auch auf Instagram und man kann ja gleich noch dann sein Bild verlinken mit Facebook, mit Twitter.
Also von dem her hat man da eine gewisse Reichweite auch. Wobei man da auch wirklich aufpassen muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Leute nicht gerne haben, wenn sie beim Rauchen fotografiert werden im Club, je nachdem jetzt, wo man das natürlich macht. Oder Paare auch, da muss man auch vorsichtig sein, wenn sich ein Pärchen irgendwo küsst und man denkt, oh, das ist gerade ein richtig schönes Foto, ich packe das mal auf Facebook. Ja, gut, eben. Ja. Und so, da muss man natürlich auch aufpassen. Oder natürlich immer, wenn jemand nicht mehr so ganz unter Kontrolle ist und solche Sachen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick ganz lustig erscheinen, aber dann doch die Privatsphäre der Leute dann doch ein bisschen negativ. Dann bist du eher bei den Eventsachen, also eben für Musik. Ja. Eben, das heißt, für Musik natürlich auch, wenn du noch die Möglichkeit hast, sicherlich mal auch Backstage was zu machen, ist dann auch eine gewisse Diskussion von deiner Seite verlangt. Also eben, wenn die Band dir schon quasi die Tür öffnet, muss man auch schauen. Gesunder Menschenverstand eben, einfach. Das ne? Bringt dann ja nicht nur da weiter. Gut, gibt es noch irgendeine Anekdote, die du loswerden willst? Ist da bestimmt irgendwas mal passiert? Wahrscheinlich nicht das, was du unbedingt wieder hier für das hören möchtest. Das, was die Leute vielleicht sehen. Oder nein, aber was wir vorher schon von eben, wie gesagt, eine Kleinigkeit sah sich aus. Ich habe damals über einen Tweet Kontakt zu einer Band aufgenommen, weil ich wusste, die spielen am Greenfield Festival. Aha. Und es ist keine große Band, aber sie haben immer noch auf der Hauptbühne gespielt und hab sie angefragt, ob ich ihr quasi ihren Greenfield Auftritt dokumentieren kann mit allem. Und von einem Tweet kam es zum E-Mail und kam es zum Ja, und sie waren begeistert, haben meine Bilder gesehen, und nachher war ich mit ihnen auf der Hauptbühne und habe da quasi von der Hauptbühne fotografieren können. Also von dem her, es sind so Kleinigkeiten. Eben, wie gesagt, ich kann sie gar nicht. Ich hatte sie vorher schon mal fotografiert. Sie hatten schon Bilder von mir gesehen, von ihnen, wo ich natürlich auch verlinken konnte. Das hat ihnen wohl gefallen. Also von dem her kann eine Kleinigkeit zu einem großen Schritt führen, sozusagen. Ja, oder eben unterm Strich. Geht hin, geht auf die Leute zu, geht auf die Bands zu, fragt. Fragen kostet nichts. Ihr werdet mit Sicherheit das ein oder andere Nein auch kassieren. Genau. Das muss man dann auch nicht als Niederlage hinnehmen, sondern das ist dann einfach so. Ne? Genau, selbst aber ich, wenn ich jetzt Akkreditierung schreibe, immer noch kommt nicht automatisch immer das Ja. Einfach fragen und schaut wirklich, dass ihr da so langsam reinkommt und den Spaß bei der ganzen Sache natürlich auch nicht vergessen. Genau. Denn daraus kann was werden, was sich über lange Jahre dann doch als Leidenschaft entwickelt. Das ist richtig. Und man erlebt coole Sachen dabei. Definitiv. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Clip. Man sieht sich.